Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind dabei, in die Burg zu schleichen. Diesmal aber wirklich in die Burg Timeberg. Und ja, wir hatten das Ja. beim letzten Mal noch abgebrochen, weil die Folge ewig lang war. Jetzt sprechen wir aber mit unserem Herrn Bernhard, nee, Robert. Robert, dass er uns da hilft, da reinzukommen. Sollte. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Sicher? Du solltest leichte, dunkle Kleidung tragen. Lass alles hier, was du nicht brauchst. Ich will nicht, dass du in Plattenrüstung einen Radau veranstaltest. Ich hoffe, wir sind bestens ausgerüstet, aber wir versuchen es einfach mal. Ja, ich bin bereit. Gott sei mit dir. Wenn irgendjemand Zweifel hat, so hat er jetzt die Gelegenheit zu sprechen. Nun gut. Ich hoffe, ihr wisst alle, was wir zu tun haben. Wir müssen die Geiseln befreien, um Toss seines Vorteils zu berauben. Sie werden sicher irgendwo sein, wo sie bewacht werden können und trotzdem von den Truppen getrennt sind. Und wo könnte das sein? Wir hielten unsere Gefangenen stets im Haus auf dem Vorplatz bei den Ställen. Was, wenn sie im Turm sind oder irgendwo anders? Dann werden wir uns zum Tor begeben und es öffnen müssen. Das braucht Zeit und erregt Aufmerksamkeit, weshalb wir es nur tun sollten, wenn wir genau wissen, wie die Dinge stehen. Und wenn sie Alarm schlagen, bevor wir etwas tun können, machen wir uns sofort aus dem Staub. Verstanden? Und die Geiseln? Besser ein paar Geiseln als ein Berg aus Leichen. Herr Capon, bist du sicher, dass du an dieser Sache teilnehmen willst? Ja, es kann ja nicht schwieriger sein, als sich jede Nacht aus der oberen Burg Ratais hinaus und wieder hineinzuschleichen. Außerdem, wer hält diesen Hitzkopf sonst davon ab, einen Aufruhr zu veranstalten? Nun, dann zeig, was du kannst, Herr. Möge Gott unsere Schritte leiten. Ja, das finde ich wirklich ehrenwert vom Herrn Carbon, dass er uns genau an dieser Stelle jetzt auch mal zur Seite steht, da wir uns doch schon öfter für ihn in Gefahr begeben haben. Puh. Das wird etwas. Jahrelang wird man sich Geschichten darüber erzählen. Wir werden zu Legenden. Es sei denn, wir vermasseln es. Dann erzählt Ishtwan die Geschichten und wir sind die Angeschmierten. Ja, der Herr Carbon. Unverbesserlich. Wir gehen vor und erledigen die Schildwachen. Wartet hier. Also gut. Warten kann ich. Worauf warten Sie denn? Schnell verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinnen. Tja, glaubst du, das ist eine Licht? Scheiß aufs Warten, ich erklimme die Mauer. Herr Capon, ein Mensch, der keinen Befehlen folgen kann. Unglaublich praktisch. Na gut, dann müssen wir wohl auch mit. Zieh seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Alles klar. Freiwillig ist so eine Sache, ne? Wenn man freiwillig hinbefohlen wird, ist, boah. Leute, das da wird jetzt. Okay, da steht einer. Da steht noch einer, der sich ja noch mal schön immer halb umdreht. Boah, fangen wir mit Laufen an.
Der bewegt sich wirklich viel. Steht jetzt aber. Also, wir können töten. Wenn wir jetzt schnell sind, können wir den hier vielleicht auch noch töten. Oh ja. Den nehme ich mit. Und da drin liegt er gut. Aufmerksamkeit. Zuerst müssen wir die Geiseln finden. Danach kümmern wir uns um den Rest. Ach so, fallen lassen. Ruhig. Wir sind fast da. Wir dürfen das jetzt so kurz vorm Ziel nicht versauen. Könnte sein, dass wir gleich die nächste Wache hier, die nächste Geisel hier abliefern. Aber dafür, dass er vorläuft. Vorsicht! Alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Aber die Fackel nicht ausmachen oder so? Ich bleib mal mit hinter dem Herr Carbon. Gleich geht's los. Geduld. Er ist am Zug. Jetzt? Jetzt? Herrgott! Beweg deinen Arsch, verdammt! Meint er jetzt mich oder wieder, hä? Oh, ja, der hier. Ich glaube, ich bin durch. Oh, das ist eine Wache. Nein, sowas. Jetzt noch was zu sagen hat. Nein, hat er nicht. Aber wir müssen wohl mit den Dorfbewohnern hier reden. Ich versuch's mal. Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Alles Gute. Gut, einmal wieder abtauchen. Heieiei. Kannst du uns mehr sagen? Nein. Nein. Auch du nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder zu unserem guten Freund, Herr Carbon. Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Tja. Ja, das versuchen wir. Ja, wir können sie nicht zurücklassen. Es war schon schwer genug, so weit zu kommen, aber das ist Wahnsinn.
Was nützt es ihnen, wenn wir gefasst werden? Dann dürfen sie uns nicht fassen. Hör zu, Heinrich. Gewöhnlich schätze ich deine Sturheit, aber das könnte uns das Leben kosten. Zumindest konnten wir die anderen retten. Ohne Vater gehe ich nirgendwo hin. Oh mein Gott, ich hoffe, das wird jetzt nicht unser Ende. Ich sagte bereits, ich gehe nicht ohne die Geißeln. Wenn du den starkköpfigen Esel spielen willst, nur zu. Du könntest doch gleich nach deinem Schwert suchen, wenn du schon dabei bist. Du machst schließlich keine halben Sachen. Spar dir deine Reden. Hilfst du mir oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Aber bevor du das tust, gib uns Zeit zu verschwinden. Dann komm, verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Sakra! Scheiße! Mein Arsch! Ah, großartig. Also, doch entdeckt worden. Ach, verflucht! Heinrich! Ich muss ihn herausschaffen, sofort! Was, könntest du bitte schnell etwas unternehmen? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Wenn du dich nicht sputest, stechen sie dir direkt unter meiner Nase in den Rücken! Ja, ich laufe ja schon mit voller Geschwindigkeit. Rasch! Sie sind uns auf den Fersen! Also dir! Sie sind vor mir! Und ich kann nichts dagegen tun! Zu den Waffen! Hier rüber! Okay, ich weiß nicht, wer das ist. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Ach, das ist einer von uns. Okay. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Wir heben ihn mal auf. Gibt's hier irgendwo die Leiter? Au! Das wird mir eine Freude. Na gut, ich boxe ihn zu Grund und Boden. Dorfbewohner. Besser. Bleib stehen! Scheißkerl! So, schön auf die Nase, bis sie einem abfällt. Hau dich doch! Ein Tritt und jetzt schön nachsetzen. Au, irgendwer schlägt noch an mir. Komm und hol's dir. Nochmal, so und jetzt schön mit der Breitseite. Aua, aua. Au. Jetzt kommt noch ein Bewaffneter. Also ich glaube, da habe ich ordentlich Mist gebaut. Es reicht. Wir ziehen das Schwert. Was ist los? Den haben wir auch und jetzt kriegen wir richtig Aue. Oh ja, das ist ordentlich Blut im Gesicht. Ich kann ihn kaum noch sehen. Ja, das wird es wohl gleich gewesen sein. Ich versuche nur einmal nachzustechen, aber... Also ergeben wird wohl hier nicht helfen. Und der steckt jetzt gar nicht mehr zu, also richtig. Ich meine, er macht uns keinen Schaden mehr, das irritiert mich ein bisschen. Ich sehe nichts. Ich sehe nur rot und schwarz. Zumindest ein bisschen parieren, aber ich glaube, hier den Kampf kann man nicht gewinnen oder verlieren. Na gut, du gewinnst. Ich nein. Unbewaffnet ziehen lassen. Ja, ich lasse ihn unbewaffnet ziehen. Lass deine Waffe hier und geh. So sei es. Verschwinde. Ich brauche Verband. Ich brauche definitiv schnell einen Verband. Und ich hatte ja ein paar mitgenommen, Gott sei Dank.
Okay, die Wunden sind zu. Das Schlimmste ist vorbei. Irgendwo habe ich doch den Herr Capon liegen lassen. Zu den Waffen! Hier rüber! Ach, verflucht! Ich muss ihn herausschaffen. Na, großartig. Okay. Absolutes Chaos. Ich versuch's nochmal. Also, Verwandtschaft retten ist nicht die Ideallösung. Ach, verflucht. Ich meine, ernst schaffen, sofort. Wirklich. Okay, einmal aufheben. Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Seid vorsichtig. Schlagt Alarm. So, unsere Leute helfen uns hier. Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Das heißt, oben müssen wir uns trotzdem gleich mit den Balken, wir holen am besten gleich das Schwert. Das ist nicht gerade komfortabel. Könntest du vorsichtiger sein? Mein Arsch bringt mich um. Hier drüben, wo sind alle? Schnell! So, den schnapp ich mir. Ach, da ist schon einer. Großartig. Schön dranbleiben. Ich muss gegen zwei kämpfen. Das heißt, ich sollte mir schnell einen vom Hals schaffen. Oh, was war das? Aufhören! Hörst du? Ich gebe auf! So, dich mache ich jetzt auch noch fertig. Wirst du wohl. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Herr Capon, aufheben. Zu den Waffen! Ich werde dich hier finden. Oh, das sind viele. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Sie lassen uns in Ruhe. Noch. Da vorne ist der Ausweg, da ist die Leiter. Glaube ich, hier war sie irgendwo. Ha. Das war nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Ja, ich habe nicht alles richtig gemacht. Wer weiß, ob die Geiseln jetzt noch am Leben bleiben werden. Aber ich hatte ja eigentlich gar keine richtige Chance. Schade eigentlich. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Thalenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Pfeffer? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Herr Divisch? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagte dir Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Thalenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich euch, mein Herr. Ich habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh. Nun, Meister Tobias... Du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich.
Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Tja, das wird schwierig. Puh, was müssen wir jetzt tun? Was lassen wir uns einfallen? Hey, du hast auch Probleme, oder? Faefer? Der lässt mich einfach stehen. Okay. Wir sollten das Schwert wegtun. Vielleicht lässt er uns deshalb stehen. Hier muss es doch irgendwo so einen Schleifstein geben. Andererseits, wir haben ja auch welche dabei, also gesundet sind wir. Ach ja, Burak. Burak, du hast doch bestimmt noch den ein oder anderen Schleifstein für mich zum Reparieren von meinen Gegenständen. Da haben wir doch was. Ins Inventar, ins Inventar, ins Inventar. Auch mit die abgenutzten Schmiedesets nehmen wir auch nochmal. Schneiderei, sehr schön, soll erstmal reichen. So, jetzt auch gleich mal nutzen. Wir haben nichts mehr zum Reparieren, zumindest nicht was wir schmieden müssen. Das Hemd ist ruiniert. Okay, wir haben repariert, was wir reparieren konnten. Wir sollten uns auch gleich wieder mal anziehen. Damit wir auch ein bisschen was hermachen. Die robuste Gambeson, die könnte ich eigentlich... Eigentlich könnte ich sie wegwerfen, aber was soll's. Vitalität, 20, yeah. Dann nehmen wir noch den robusten Magen, weil schnell wieder Wind sind wir sowieso nicht. Haben wir sonst noch irgendwas gelernt, was besser werden könnte? Nein, ich glaube erstmal noch nicht. Puh. So, wer braucht Arbeit? Nein, wer hat Arbeit? Ich glaube, der Herr Bernhard oder der Herr Robert, die haben bestimmt irgendwas, was sie uns beibringen wollen. Oder mitteilen wollen. Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen, und viele Verwundete, darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divish zu Faefer sagte, unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Ja, er wirkt auf jeden Fall etwas unsicher und ich finde es auch nicht eine gute Idee, mit einem Tribok auf diese Burg zu ballern, denn wir treffen vielleicht genau das Gefängnis und töten dann eigentlich die, die wir retten wollten. Und obendrein haben wir das Problem, wenn er dann rumwerkelt, vielleicht trifft er noch nicht mal die Mauer, sondern eher unsere eigenen Leute mit dem Ding. Also das Konstrukt ist ja nicht so sein Meisterwerk oder sein Steckenpferd auch. Er wirkt etwas unsicher. Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt,
Wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Tja, wie geht es dir, Herr Robert? Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalmberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divish sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Ja, wie erobern wir Thalmberg zurück? Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Denkst du überhaupt, Sigismund kommt zurück? Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Wie überwinden wir das Tor? Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Ichtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Na gut. Welcher Teil der Mauer ist am schwächsten? Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Na gut, wir haben also ordentlich was zu tun. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Benötigst du irgendwelche Hilfe? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Gibt's noch mehr Schwachstellen an Thalmberg? Dürfte ich dich nach den Schwachstellen von Thalmberg fragen? Um ehrlich zu sein, hat Thalmberg viel zu wenige Schwachstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages bereuen werde. Tja, okay, schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Nun gut, das soll's gewesen sein. Dankeschön, Robert. Wir haben also ordentlich zu tun. Favor helfen, Pech besorgen, Reisig schütten, Feuer legen, Mauern einreißen, Tore niederbrennen. Vielleicht nicht alles in der gleichen Reihenfolge wie aufgezählt, aber es ist doch ordentlich Arbeit. Heinrich, ich bin froh, ja, dass du da bist. Ja, und mit Favor sprechen wir in der nächsten Folge. Die Zeit hier ist eigentlich durch. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt. Da läuft er weg.